Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr reinschaut. Ich habe heute ein absolutes Spaßgerät für euch, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht es hier um ein Set oder um eine Luftpistole, die im Set angeboten wird. Eine Mercury Mod 25, die im Set daherkommt. Hier mit einem Kugelfangkasten, ein paar Scheiben und ein paar Diabolos. Die habe ich jetzt nicht mit hergelegt. Da ist so ein kleines Döschen noch mit dabei. Aber das eigentlich Wichtige ist die Pistole hier. Im ersten Moment, als ich sie in die Hand genommen habe, ist mir erstmal das relativ hohe Gewicht von 1,3 Kilogramm aufgefallen. Warum das Ganze dann Sinn macht, ist mir bei dem gestern schon angefertigten Schussvideo aufgefallen. Und zwar hat diese Pistole richtig Dampf unter der Haube. Die Pistole hat eine verstellbare Fiberglasoptik, die auch im Dunkeln es ermöglicht, das Ziel sehr schön zu sehen. Eine manuelle Sicherung. Hier, ich zeige es mal, den Schiebehebel, der muss nicht nach jedem Schuss betätigt werden, sondern man hat die Möglichkeit eben Sicherung rein oder Sicherung raus. Und was eine absolut super Idee ist, was ich oft bei Luftpistolen wirklich ein bisschen negativ finde, dadurch, dass man, wenn es sich um Knicklauf-Luftpistole handelt, ist, dass man die oft nicht ordentlich anpacken kann und zum Knicken das Ganze ein bisschen umständlich ist. Deswegen ist hier ein Spannhebel dabei. Der wird hier einfach vorne aufgesteckt. Und dann hat man wirklich super was in der Hand, um die Pistole eben sauber spannen zu können. Beim ersten Schuss ist mir gestern was aufgefallen und das werdet ihr gleich auch in dem Test sehen, den ich dann gemacht habe. Und zwar habe ich mich ja natürlich zuvor über die Pistole informiert, was man da alles so im Internet drüber findet. Und da wurde die V0 mit 130 Meter die Sekunde angegeben. Das heißt, es wären irgendwas um die, weiß ich nicht, 4,5, 5 Joule. Als ich den ersten Schuss gestern abgegeben habe, bin ich erstmal total erschrocken. Und zwar hat die um einiges mehr Bums als im Internet angegeben. Das zeige ich euch jetzt aber anhand meines Chronitests. So, den Wert, den ihr hier seht, zeigt mein Chroni an. Ich habe gerade mal Topshot Diabolos Flachköpfe geladen mit 0,51 Gramm, sprich 8,18 Grain. 160 Meter, ich werde jetzt noch ein paar Wiederholungsschüsse machen, um einfach das Ganze dann auch bestätigt zu haben. Aber mein erster Eindruck, als ich den ersten Schuss abgegeben habe und irgendwie völlig erschrocken war, was da für eine Power aus der Pistole rauskommt, der scheint sich hier zu bestätigen. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, bei 163,2 Meter die Sekunde und einem Diabolo-Gewicht von 0,51 Gramm, sind wir bei 6,8 Joule. So, ihr wisst jetzt, was ich gemeint habe. Das heißt, wer auf der Suche ist nach einer Pistole für den Garten, um einfach Dosen zu lochen oder um auf, keine Ahnung, 30 Meter irgendwelche Ziele zu beschießen, hier seid ihr genau richtig. Es ist ein super Einsteigerset, es ist günstig. Die Pistole hat einen schönen Druckpunkt, einen schönen Abzug, der nicht verstellbar ist. Aber der es ermöglicht wirklich auch ein sauberes Trefferbild zu haben. Die Mercury Mod 25, ein absolutes Spaßgerät, das jetzt natürlich nicht für den Wettkampf geeignet ist, aber für den Garten zum Blinken und so weiter ist das eine super Empfehlung. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.